Guten Abend, ich bin Mireia Torres, der Jean Leon Weingutsdirektor. Jean Leon ist ein emblematisches Weingut in Penedès und zeichnet sich durch das Streben nach Exzellenz und Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation aus. Jean Leon wurde 1963 gegründet und ist von seinen Weinbergen umgeben. Jean Leon war ein Pionier und ein Visionär. Er tauschte die lokalen Rebsorten bei französischen Rebsorten und war der Erste bei der Herstellung von Cabernet Sauvignon Weinen in Spanien. Alle unsere Weine haben seit 2012 die biologische Weinbauzertifizierung. Wir waren das erste Weingut in Penedès und das zweite Weingut in Katalonien, das für unsere Weine die Zertifizierung Single Vineyard Wine erhielt. Dieses Zertifikat zeichnet den einzigartigen Charakter der Einzellage aus, die aus der Kombination einer bestimmten Rebsorte, eines bestimmten Bodentyps und ein Mikroklimas resultiert. Die Weine verleihen eine große Ausdruckkraft. Im Jahr 1994 entdeckte Jean Leon, dass er krank war und entschied sich, an die Familie Torres sein Weingut zu verkaufen. Jean Leon und mein Vater waren gute Freunde und wir versprachen ihm, seine Erbe und seine Philosophie beizubehalten. Seit 2010 leite ich das Weingut und mit dem Team arbeiten wir, Jean Leons Erbe beizubehalten. Am Anfang werden wir der Chardonnay 3055 Jean Leon verkosten. 3055 war die Taxi-Lizenznummer von Jean Leon in New York. Der Wein hat eine leuchte gelbe Farbe. Der Wein hat eine sehr gute Intensität. Man hat Zitrusaromas, weiße Fruchtaromas, Ananas. Im Mund man hat außergewöhnliche Säure. Der Wein ist sehr frisch und hat einen langen Anhalt. Am 2020 haben wir im Frühling und im Sommer viel Regen gehabt. Deswegen haben wir ein starkes Melteindruck in unseren Weinbergen gehabt. Obwohl wir haben sehr stark gearbeitet und wir haben eine sehr gute Qualität in unseren Weinen bekommen, leider haben wir eine geringe Produktion gehabt. Wir werden jetzt der Wein 3055 Merlot Petit Verdot verkosten. Der Jahrgang 2019 hat ungefähr 58% Merlot und 42% Petit Verdot. Der Wein hat eine kirschrote Farbe von mittlerer Intensität im Mund. Es hat einen süßen Einstieg, saftige Tannine, gute Säure und ein sehr langer, anhaltender Nachgeschmack. Jedes Jahr der Prozent von Petit Verdot ist größer geworden, weil diese Rebsorte gegen Klimaanwandel adaptiert ist. Wir werden jetzt Jean Leon Vigna La Scala Gran Reserva verkosten. Der Wein kommt auf die Einzellage La Scala von 8 Hektar in Jean Leon. Der Wein hat eine tief Granatfarbe. Der Wein ist sehr intensiv und komplex. Man hat Aromas von Kompott, würziger Noten, geröstete Noten, Likoriz und Tabak. Sehr, sehr komplex. Es ist ein kraftvoller Wein, vollmundig, mit saftiger Tannine und kräftiger Tannine, guter Säure und einer sehr langen Abhang. 2013 war ein sehr guter Jahrgang mit niedriger Temperatur im Sommer. Ich hoffe, dass Jean Leon Weine haben Sie gefallen. Salut!